Die Aktienmärkte waren erstmal happy. Oh, die Zahl hätte schlimmer reinkommen können. So hat man sich gedacht und bums ging es erstmal nach oben. Aber das hat sich nicht halten können. Und der Grund ist einfach und plausibel, denn diese Daten bestätigen eher die Fed in ihrer hawkischen Wende, bestätigen die US-Notenbank darin, dass diese Inflation nicht transitory ist. Warum? Weil vor allem diese strukturellen Komponenten massiv zugelegt haben, wie Mieten, die nicht sofort wieder verschwinden. Man kann ja sagen, okay, solche Sachen wie Gebrauchtwagen, wenn die mal ein bisschen nach oben schießen, irgendwann normalisiert sich das wieder. Aber Mieten sind ein ziemlich langwieriges, träges Instrument und da zeigt die Tendenz klar nach oben. Dementsprechend hat die Fed recht gehabt, auch wenn diese Erkenntnis reichlich spät gekommen ist, diese Inflation als nicht transitory zu klassifizieren, und sie muss jetzt agieren. Sie wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich jetzt das Tempo des Taperings verdoppeln, also statt 15 Milliarden Reduzierung 30 Milliarden. Damit wäre sie dann Ende März durch mit dem Tapering und dann ist der Weg frei für Zinsanhebungen im zweiten Quartal. Das ist dann der Fahrplan. Daran haben die heutigen Daten nichts geändert. Die in der Headline, was den Vorjahresmonat betrifft, mit 6,8% genau reinkamen wie erwartet. Zum Vormonat mit plus 0,8% sogar stärker gestiegen waren als erwartet. Erwartet war 0,7%. Energie war natürlich wieder mal der Haupttreiber. Wie soll es anders sein? Aber die Märkte haben sich erstmal gedacht, hurra, hurra, hurra. Hätte schlimmer kommen können. Wir laufen erstmal nach oben. Sven Henrik hatte das ja schon antizipiert. Wenn die Daten niedriger gewesen wären, dann hätte es sowieso eine Rallye gegeben. Wenn sie inline sind, was sie mehr oder weniger waren, sogar einen Ticken drüber, wenn man jetzt den Vormonat sieht, der ja etwas höher war, dann ist das natürlich bullish. Wenn es dagegen eine höhere Zahl gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, ist halt jetzt der Hochpunkt gewesen. Und ansonsten, wenn es krass nach oben ausgerissen wäre mit der Zahl, der Inflationszahl, dann hätte man gesagt, egal, ist auch Weihnachtszeit, wir wollen Rallye machen. Aber man hat eben jetzt einsehen müssen, dass es nichts ändert an dieser Wende, die Fed jetzt gemacht hat. Jetzt brauchen wir eben nur noch die Bestätigung dieser Wende in der nächsten Woche durch die US-Notenbank. Aber erstmal, boah, hätte schlimmer kommen können. Die Flüsterschätzungen, die lagen schon vielleicht bei 7,0%. Hier schreibt Sven Henrik, also ich bin so alt, dass ich mich erinnere, dass 6,8% Inflation eigentlich eine schlechte Nachricht ist. Aber wenn du 7,0 erwartest, dann ist das eine gute Zahl. Aber wir sehen in dieser Grafik auch schon, wie die Dinge hier nach oben gehen. Jetzt gibt es Analysehäuser, die sagen, ja okay, also das kann sein, dass wir jetzt das Peak gesehen haben mit diesen 6,8%. Muss man abwarten. Die Amerikaner haben erst ab März 2020 dann höhere Inflationszahlen gehabt. Bis dahin ist zumindest der Vorjahresvergleich, also der Vergleich zum Vorjahresmonat, schwierig, weil die Preise da sehr, sehr niedrig waren und teilweise weiter gefallen sind. Aber hier sagt dieses Analysehaus, selbst wenn es so ist, dass wir jetzt sozusagen einen Peak erreicht haben, dann wird die Inflation sehr, sehr hoch bleiben, weil es eben diese zyklischen Faktoren sind, diese strukturellen Faktoren, wie eben die Mieten, die nicht so schnell nach unten gehen, sodass eben die Inflation so oder so weit, weit über dem Ziel von 2% der US-Notenbank sein wird. Wir sind jetzt übrigens in Relation Inflation zu den Short-Term Interest Rates, also zu den Zinsen auf dem niedrigsten Stand seit den 1940er Jahren. Und vielleicht einfach, was Daniel Lacalle hier nochmal betont, die Inflation wird ja nicht zurückgehen in 2022. Sie wird etwas weniger steigen im nächsten Jahr. Und deswegen ist eben schon dieser Begriff transitory natürlich falsch, weil, wie ich gleich zeigen werde, die Löhne nicht mitsteigen werden. Also wenn wir jetzt so um und bei durchschnittlichen Inflation von 6% haben in 2021, dann haben wir vielleicht nächstes Jahr, wenn es gut läuft, 3% und in 2023 vielleicht 2,5%. Das wären immer noch 12% in 3 Jahren. Und da muss sich jeder die Frage stellen, ob die Löhne, die er erhält, oder der Lohn, den er erhält vom Arbeitgeber, auch 12% beträgt. Eher nicht, zumindest nicht in Deutschland, dazu gleich mehr. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal die Realrenditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe anschauen, also Rendite minus Inflation, dann sind wir bei minus 5,4%. Never ever before hat es so etwas gegeben. Das zeigt, wie dringend der Handlungsbedarf ist, was da einfach schiefläuft, wie weit die faktische Geldpolitik der Notenbank von der ökonomischen Realität, vor allem der Inflationsrealität, entfernt ist. Und das trifft vor allem die Leute,
Wir sehen, dass zwar die Löhne steigen, aber sie steigen eben deutlich weniger schnell als die Inflation. Im Oktober waren die Reallöhne, also Lohnanstiege minus Inflation, bei minus 1,3%. Jetzt im November sind sie bei minus 1,9%. Und davon könnten wir in Deutschland etwa nur träumen, denn wir haben eine Inflation von 6%, aber Löhne von weniger als 2% oder Lohnanstiege durchschnittlich. Das heißt, das Gap ist hier 4%. Das ist ein riesen Kaufkraftverlust. Und die Frage, die sich stellt, wie lange werden sich die Leute das gefallen lassen, wenn jetzt nicht die Inflation durch ein Wunder nach unten kommt, aber dieses Wunder ist nicht zu erwarten wegen den Energiepreisen, es ist nicht zu erwarten, weil viele, viele Unternehmen, das werden Sie bemerken, am 01.01.2022 die Preise anheben oder die Verpackungen kleiner machen bei selben Preis, wie auch immer man das hindreht, jedenfalls werden pro Stück, das man kauft, die Preise deutlich teurer. Und wenn die Löhne da nicht mitziehen, dann haben wir ein Problem. Jetzt gucken wir uns mal die Realzinsen an, also die Leitzinsen minus Inflation. Und da gibt es einen Spitzenreiter, das ist Argentinien, wahrscheinlich, wenn man Venezuela jetzt mal außen vor lässt, mit minus 14,1%. Und die USA sind dann schon an Nummer 2. Mit dem minus 6,7%, selbst die Türken sind mit minus 6,3% noch dahinter und das will was heißen, dann kommen schon wir aus der Eurozone, dann Polen. Also das zeigt, wie krass die Dinge sich hier entwickeln. In einer Tabelle, in der man nicht zu den Tabellenführern gehören möchte, sind die USA jetzt Nummer 2. Schauen wir uns die Dinge mal an. Vor allem diese Rising Rent ist natürlich für die Amerikaner ein Riesenproblem. Das ist das, was wirklich den Leuten massiv wehtut. Das ist das, was absolut die Arbeiterklasse, the working class, wie Heather Long hier beschreibt, natürlich killt on the long run. Wir sehen Gas 58% gestiegen, Mietwagen 37%, Gebrauchtwagen 31%, Hotels 26%, Steaks 25%, Utilities, also Wasser, Gas etc. 25%, Bacon 21%, ich könnte es beliebig fortsetzen. Also das sind horrende Zahlen, zweistellige Zahlen, die natürlich massiv sind. Und manche haben sich jetzt gedacht, eben in dieser Blase, in der wir sind oder die die Notenbanken geschaffen haben durch diese massive Geldzufuhr, dass man dann eben nicht mehr arbeiten muss, weil die Vermögenspreise ja massiv steigen, die Aktienkurse nach oben gehen und dann haben die Leute gesagt, guck so, ich bin doch reich, also gehe ich jetzt nicht mehr arbeiten, muss ich gar nicht mehr. Da beschreibt etwa Randy Woodward, der sagt, also in meinen mehr als 30 Jahren Berufserfahrung habe ich noch nie mit so vielen Leuten zu tun gehabt, das ist ein Banker, by the way, der Randy Woodward, das hat noch nie so viel mit Leuten zu tun gehabt, die jetzt praktisch aufhören zu arbeiten, nicht weil sie jetzt so alt sind, sondern weil sie sagen, muss ich nicht mehr, etwa 15% seiner Kunden, sagt er, hat er noch nie erlebt. Und das ist eben praktisch das, was die Fed-Politik oder was die Notenbankpolitik insgesamt oder vor allem auch dieses Helikoptergeld in den USA insgesamt dann bewirkt hat. Die Leute sehen keine Veranlassung mehr zu arbeiten. Das ist auch einer der Gründe in den USA zumindest, warum wir deutlich mehr Jobangebote als Arbeitslose haben, auch wieder hochgradig inflationär, denn dann ist die Arbeitskraft ein seltenes Gut, die Preise für diese Arbeitskraft steigen, das hat dann diese Lohnpreisspirale zur Folge, die in den USA auch noch in den Anfangsstadien steckt, die in Deutschland noch ganz weit entfernt ist, aber irgendwann kommen muss, weil die Leute sonst richtig am Zahnfleisch gehen. Das ist klar. Wie geht es mit der Konjunktur weiter? Wenn wir uns mal anschauen, wie wir hier etwa die Frühindikatoren sehen, dann sind nur noch 46% aller Frühindikatoren oder der Frühindikatoren aus verschiedenen Ländern positiv. Im ersten Quartal waren es noch 92%. Das heißt, frühe Indikatoren deuten darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum sich dann deutlich abschwächen wird, beziehungsweise dass da schwierigere Zeiten kommen, was sich dann im ISM-Index in den Einkaufsmanager-Indizes niederschlagen wird. Und genau diese Message gibt eigentlich auch schon der Anleihemarkt. Wenn wir uns hier mal den Spread zwischen der 10- und der 2-jährigen US-Staatsanleihe anschauen, dann tendiert das schon zur Invertierung und invertierte Zinskurven deuten Rezessionen an. Man wird uns dann natürlich erzählen, wenn das wahrscheinlich in 2022 irgendwann im ersten Quartal 2022 passiert. Na, diesmal ist alles anders, aber es wird wahrscheinlich nicht anders sein. Das wird dann auf uns zukommen. Gut, dass wir die Aktienmärkte haben. Eine Apple, eine Alphabet, eine Microsoft, eine Amazon, die verdecken, dass wir faktisch in den Aktienmärkten schon Bärenmärkte haben, mindestens in den USA, wo ja die allermeisten Aktien eher schlecht performt haben, eher auf ihrem 52-Wochen-Tief, also Jahrestief sind, als irgendwo auf einem Hoch, zumindest wenn man sich die Allzeithochs der
US-Indizes anschaut, relativ beziehungsweise sieht, dass wir in der Nähe derselben handeln. Jetzt hat zum Beispiel Apple in nur 118 Tagen zwischen dem 6. Mai und dem 1. September letztes Jahr 1 Billion an Marktkapitalisierung gewonnen. 1 Billion. Vor dem Jahr 2018 gab es überhaupt kein einziges Unternehmen auf der Welt, das überhaupt 1 Billion wert war, was sozusagen in 118 Tagen eine Apple alleine an Bewertung hatte zulegen können. Apple steigt ja auch weiter. Ich glaube, heute sogar wieder ein neues Allzeithoch. Schauen Sie sich mal den Wochenchart an. Ich hatte das schon mal gezeigt. Bollinger Bänder auf Wochenbasis komplett durchschossen. Mal sehen, wie lange das gut geht. Es geht immer so lange gut, bis halt irgendwann nicht mehr gut geht. Und vielleicht geht es auch bald nicht mehr ganz gut mit dem Elon, meinem zweitbesten Freund, der hier in seltsamen Tweets wieder darüber spekuliert, ob er vielleicht denn besser Influencer werden sollte. Ja, also da hat er gewisses Talent. Er ist vor allem ein Kurspusher mit irgendwelchen schrottigen Kryptowährungen oder so. Da hat er ja immer wieder es geschafft, die Dinge nach oben zu treiben. Bei seiner eigenen Aktie ist er natürlich auch unübertroffen. Da werden Gerüchte gebracht, da werden Meldungen gebracht, da werden Optionen gekauft, um dann die Market Maker zu zwingen, ein bisschen mitzugehen, sich abzusichern. Jetzt hat Tesla heute verkündet, beziehungsweise nicht offiziell verkündet, aber es wird gemeldet, dass man kein Model S und kein Model X mehr außerhalb Nordamerikas verkauft. Was bedeutet, dass Europäer etwa wohl die nächsten 1,5 Jahre diese 2 Fahrzeugtypen von Tesla nicht bekommen werden. Warum macht Elon Musk das oder warum wird das verkündet? Wahrscheinlich, weil man eben gar nicht so viel bauen kann, weil eben auch bei Tesla bestimmte Zulieferprobleme sind, auch wenn die vieles alleine können, aber nicht alles. Dementsprechend muss man sozusagen das Angebot irgendwie so kalkulieren, dass man einen Markt noch bedienen kann, und da der nordamerikanische Markt der wichtigste ist, entscheidet man sich dann dafür. Goldman Sachs und die Türkei, das ist eine Liebesbeziehung. Die türkische Zentralbank heute wieder interveniert, hat also versucht, hier die Dollarbestände zu verkaufen, um die türkische Lira zu stützen. Es hat nicht mal eine Stunde gedauert, dann war der Kurs wieder da, wo er vorher war, und die türkische Nationalbank hatte wieder Dollarreserven verbraten. Die hat nicht mehr viele, wie Goldman Sachs warnt. Das geht also jetzt in die finale Phase, wie es ausschaut. Denn wenn du als Notenbank praktisch keine Fremdreserven mehr hast, um deinen Kurs zu stützen, dann wird es richtig finster. Und auch in China sehen die Dinge jetzt auch nicht mehr so richtig gut aus. Das sind schon Anzeichen von Panik, die wir hier sehen. Da heißt es in staatlichen Medien, wir haben eine Shrinking Demand, also sinkende Nachfrage. Wir haben einen Supply Shock und Weakening Expectations, wie staatliche Medien, wie gesagt, sagen. Und dann wird auch gesagt, ja, also Häuser sind nicht dafür da, dass man mit ihnen spekuliert, sondern darin lebt. Und man will jetzt Steuersenkungen, man will bestimmte Gebühren senken. Also die Herrschaften da in Fernost, die laufen auch schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wie geht es jetzt weiter an den Aktienmärkten? Rüdiger Born hat sich das mal angeschaut. Nach den Inflationsdaten, wenn sich für DAX, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 interessieren, dann gucken Sie da mal rein, wie die Dinge charttechnisch stehen. Was passiert, oder wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das andere passiert, dann ist das andere sehr wahrscheinlich. Das ist ja sozusagen die Logik der Charttechnik, wenn man so will. Der Rüdiger hat sich das angeschaut. Ich verlinke das unter dem Video und wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische nächste Woche, nämlich den nächsten Montag, dann im Aufgalopp für die FED-Sitzung, die diese hawkische Wende bestätigen wird. Also, Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.